Seht ihr das? Ja, das löst, es löst sich. Man kann ein bisschen rumknubbeln, das halt schon was aus. Nein, es löst sich nicht das ganze Ding. Wir ziehen jetzt nur diese Schicht ab, diese oberste. Manche Tetrapacks sind ein bisschen sperriger. Da muss man, ihr könnt es ruhig kneten. Ja, dann geht es leichter ab. Und in einem geht es meistens eh nicht ab. Und jetzt Vorsicht, wenn ihr jetzt wieder bei der Naht angelangt seid, mit dem Finger ruhig draufdrücken, mit dem Daumen und schauen, dass das an der Naht abreißt und dass ihr nicht die Naht öffnet, was auch egal ist. Hat man es geöffnet, die Naht, klebt man es wieder zu. Ganz einfach. So, für euch zu Hause sei noch gesagt, ihr könnt hier chatten. Ihr könnt mit uns natürlich kommunizieren und wenn ihr Fragen habt oder sagt, was habt ihr da verwendet, ich verstehe das nicht oder bei mir ist eingerissen oder was mache ich jetzt, dann schreibt es in den Chat, dann kriege ich ein Glockerl und ich kriege eure Fragen oder Anregungen oder so weitergeleitet. Gut. Haben wir es alle geschafft? Man muss ein bisschen herumfingern manchmal. Es ist so, es muss nicht akribisch alles unten sein, ja, sondern wenn es zum Großteil unten ist, dann ist es gut. Dann hält das schon, uns hält die Serviette dann schon. So, als nächstes nehmen wir aus unserer Bastelbox den Serviettenkleber raus. Servietten sind ein so geniales Produkt. Ich liebe Servietten. Du kannst mit Servietten so viel machen. Du kannst sie auf so viel aufkleben. Du kannst sie kleben auf Karton, auf Holz, auf Plastik, auf Glas, auf Kerzen, auf Textil, auf Styropor, auf Korb. Also auf alles. Ja? Und Servietten gibt es in so hübschen Motiven. Und es gibt immer 20 Stück davon. Also wenn dann mal was kaputt geht, was beim Serviettenkleben passieren kann, vor allem bei nicht saugenden Untergründen, ja, dann nimmt man die nächste. Es ist überhaupt so, wir arbeiten ja hier nur mit wasserlöslichen Dingen. Also wenn man zu Hause arbeitet, man kann das am Küchentisch machen, man kann es im Wohnzimmer machen, es stinkt nicht. Ja? Man kann es in den meisten Fällen auswaschen und es passiert gar nichts. Gut, haben es alle geschafft? Irgendwer kämpft noch, aber ich glaube jetzt, ja, jetzt haben wir das auch geschafft. Sehr gut. Für die Anwesenden hier könnt ihr jetzt mal rausnehmen, was wir brauchen. Ich sage es euch gleich, wir brauchen Servietten. Für also zwei verschiedene sind ganz hübsch. Man kann auch nur eine verwenden, wenn ihr sagt, nein, die blaue gefällt mir nicht oder die gefällt mir nicht, dann kann man auch eine draufkleben. Ich habe mir halt gedacht, wir machen es zweifärbig, zwei Muster in dem Fall. Also es ist auch ein bisschen leichter zu kleben, wenn man am Anfang, wenn man das vielleicht noch nicht gemacht hat, kleine Stücke aufzukleben und nicht ein ganz großes Stück. Gut, jede Serviette, ich sag's nochmal, jede Serviette hat drei Lagen. Ich habe schon oft gehört, nein, meine hat nur zwei. Nein, jede Serviette hat drei Lagen. Und wir arbeiten nur mit der obersten Schicht der Serviette. Ja? Also, wenn ihr da seht, ich zeige es euch kurz, ich habe das eine Eckerl da schon aufgibt. Das ist eine Lage, das ist noch eine Lage. Ja? Und da haben wir die dritte. Das ist, wir arbeiten nur mit diesem dünnen oberen Vlies. Ja? Also vorsichtig auseinanderziehen. Manche sind so gut bedruckt, da reißt man dann gleich die obere, deswegen langsam, vorsichtig. Falls man sich ein bisschen plagt mit dem Ablösen, dann hilft es immer, wenn man ein bisschen am Eck, an einem Eck mit einem Fingernagel so ein bisschen herum tut, ja? Dann löst sich dieses Eck irgendwann und dann kommt man drauf, jede Serviette hat drei Lagen. So. Gut. Das ist eine große Serviette übrigens. Die ist sehr hübsch, sehr groß.
Wir brauchen natürlich nur ein Stückchen davon. Ich würde meinen, wir hälfteln uns das. Wir machen eine Hälfte, ich überlasse das jetzt euch. Ich tue jetzt diese blaue Serviette ein bisschen unten, in die untere Hälfte, und die oben, die weiße hier oben drüber. Bereitet euch ruhig schon die weiße auch vor. Also in dem Fall zu Hause, wer zu Hause Servietten hat, andere, der hat natürlich jetzt die Qual der Wahl. Oder er klebt, wie gesagt, wie vorher gesagt, nur eine auf. Also eine Schicht und noch eine Schicht. So da. Was man auch machen kann, wenn man sich so total plagt, man kann ein Stückchen Tixo nehmen, ja, und nicht aufs Motiv, sondern auf die andere Seite vom Motiv draufkleben und dann ein bisschen anziehen, und meistens löst sich dann eine Hälfte. Gut. Da wir beginnen mit dem unteren Teil, schneide ich mir diese Serviette jetzt grob zu. Lasst es ruhig, nicht jetzt genau zuschneiden, ja? Also ich schneide sie mir einfach mal, ich schaue, dass ich einen schönen, also ein Viertel, weniger als ein Viertel schneide ich da jetzt raus. So. Bitte? Wir kleben vorne und hinten? Nein, wir kleben jetzt mal nur eine Seite, okay, weil das muss ja trocknen. Ach so. Ja, das ist nämlich das Problem, wenn du diese Serviette angreifst, weil du sagst, ah, sie schön, sie klebt. Und dann drehst du es um oder klebst oben weiter und greifst da drauf, dann reißt man sich immer mit einem Finger ein bisschen ein Stück raus, und das wäre echt schade. Ich lege mir also das jetzt, diese Serviette, jetzt auf mein Tetrapack und schau mal, ich zeige euch das einmal so. Ich mache so die Hälfte mal, ja? Funktioniert es mit dem Auseinandergeben? Ja, ja. Hälfte Mama nämlich. Ach so, okay. Das ist die zweite. Ihr habt jetzt einen Serviettenkleber und wir brauchen den Pinsel. Für alle zu Hause, Serviettenkleber oder Decoupagekleber oder Serviettenlack, das ist meistens dasselbe. Es gibt auch Mod Potsch zum Beispiel für Decoupage, auch dasselbe. Also das sind diese Kleber, die man bekommt, zum Beispiel hier, ja, bei Pagro ist das super, die haben wirklich eine Auswahl, ich verwende den auch immer eigentlich, das ist ein ganz tolles Produkt, und der ist an und für sich, normalerweise sollte man es auf, wenn ich in meiner Werkstatt, ich muss dann immer aufrühren. Also wenn du den ein bisschen im Betrieb hast, sollte man ihn ab und zu aufrühren. Aber der ist ja jetzt ganz neu. So, und es wird Serviettentechnik funktioniert immer gleich. Man trägt unten auf das Objekt den Kleber auf. Und dann streicht man die Serviette glatt. Und jetzt, dann legt man Serviette drauf und streicht sie glatt. Man muss nur wissen, es ist eh sehr saugend, unser Untergrund. Aber wenn wir jetzt hier Serviettenkleber auftragen, bevor wir ihn auftragen, es gibt ein paar Tricks, wie man die Serviette glatt kriegt. Eine Serviette macht meistens Falten. Ja? Bitte nur auf der Serviette, nicht die Falten im Gesicht. Ja? Das macht gar nichts. Also wenn die Serviette ein bisschen Falten hat, das ist ja das Schöne. Wir basteln, ja, das ist handgemacht. Also mit ein bisschen Übung wird sie auch glatter. Aber es gibt einen Trick. Man kann die Serviette dann, und das möchte ich euch nämlich vorher sagen, mit den Fingern glatt streichen, wenn man trockene Finger hat. Das ist meistens bei der ersten Serviette noch kein Problem, bei der zweiten sind die Finger nicht mehr trocken. Dann bleibst du picken und reißt die Serviette wieder weg. Deswegen kann man, und für euch zu Hause auch, falls ihr das habt, ein Stück Plastik, eine Frischhaltefolie, ein Plastiksackerl, ein Stück, ja, mit dem kann man die Serviette dann glatt streichen. Also wer sich jetzt besorgen will, ich gebe das einmal da durch. Ihr reißt euch viel Spaß bei Frischhaltefolie abreißen. vielleicht helft es euch gegenseitig. Ich weiß nicht, beim Frischhaltefolie abreißen braucht man 7 Hände, oder? Ja, also,
Also nur, wir brauchen nur so ein kleines Fuzzi. Nur für die, die glauben, sie schaffen es mal nicht mit den Fingern. So, ich zeige es euch jetzt mal vor. Ich trage ein Stück den Kleber auf das Tetrapack auf. Das ist ein sehr schmaler Pinsel, also wenn man zu Hause einen etwas breiteren hat, kann man den schön wirklich an die Ränder, auch unten an die Kante vom Tetrapack auftragen. So wie ihr glaubt, ein bisschen über das hinaus, wo ihr glaubt, sie wird es aufkleben. So. Und da das sehr saugt, könnt ihr ruhig mit dem Kleber, müsst ihr jetzt nicht sparen. Wenn der Untergrund nicht sehr saugt, dann ist besser, dass man weniger aufträgt, weil die Serviette sonst zerreißt. Und jetzt nehme ich das obere Teil, also dieses Teil von der Serviette, warte mal, das Gerade und nicht das Schiefe, und lege mir das einmal überlappend auf mein Tetrapack auf. Und ich kann es jetzt nochmal mit den Fingern kurz glatt streichen, weil meine Finger sind gerade noch trocken. Und Vorsicht, nicht zu lange, gell? Und jetzt nehme ich mein Plastik und kann es damit eigentlich schön glatt streichen. Und das sieht man auch gleich, dass da fast, das sind die einzigen Falten, die ich jetzt in der Serviette habe, sind die vom Tetrapack. Mhm. Ja? Lasst es ruhig jetzt das einmal überstehen. Das schneiden wir später weg. Und jetzt legt man sich, ja, ihr macht es ehrlich gescheit. Also, was ich nie mache, ist, dass ich den Pinsel in das Ding da rein tue, weil das versinkt mir bis daher und dann habe ich die Finger voll mit Kleber. Also, ich lege mir das meistens gerne auf den Deckel drauf. So, angreifen, trotzdem das Tetrapack eher oben, da wo wir noch nicht geklebt haben, und glatt streichen mit, das macht nichts. Das schief ist, das macht gar nichts. Greif es nur lieber hier oben an und nicht unten an der Serviette. Das nicht reißt. Genau, weil sonst reißt es. Ruhig streichen, ausstreichen. Wir kämpfen. Nehmt einfach ein Stück die. Nehmt, wir machen ja keinen schönen Wettbewerb mit Frischhaltefolien. Genau. So. Wenn ihr zu wenig Kleber habt, darf ich es mal kurz sehen? So. Ja, schau mal, dann kann ich sogar wieder abziehen. Bis zu einem gewissen, Vorsicht, bis zu einem gewissen Punkt, ja. Und jetzt darf ich? Ja, natürlich. Und jetzt kann ich, wenn ich gemerkt habe, das war zu wenig, da einfach nochmal gescheit Kleber drauf. So. Und jetzt klappe ich es nochmal zu, fahre wieder mit dem Plastik drüber. Und da sehe ich auch, also wenn ihr Blasen habt, habt ihr zu wenig Kleber genommen. Wenn es reißt, war es zu viel Kleber. Und das ist oft ein ganz schmaler Grat. Also, schau, siehst du, da kannst du auch, man sieht, da kann man auch noch einen Kleber auftragen. Genau, nur nicht an die Serviette direkt, weil da machst du gleich, da wird sie dir reißen. Wie geht's euch? Schaut gut aus. Schaut gut aus. Gut, dann nehmen wir noch das obere Teil der Serviette. Wo habe ich denn das hin dann? Wenn ich bastel, brauche ich erstens viel Platz, zweitens meistens drei Kaffeeheferl, weil ich eins wohin stelle und mir denke, wo habe ich denn das jetzt? Ja, ich mache mir noch einen Kaffee. Dann habe ich es vergessen, dann denke ich mir, was steht denn da alles rum? Und dann kann es passieren, das ist Pinselwasser. Wenn noch kein Pinsel drin war, kann es schon sein, dass ich einen Schluck nehme, weil ich mir denke, ich habe Durst. Ah. So. Die zweite Serviette, die wir ja auch schon abgezogen haben, sucht sie auch so viel wie ich, use meine Schere. Cool. Das ist doch zu blöd, wo sind die? Hä? Wo habe ich es denn hin? Unterm Backerl. Dankeschön. Jetzt schneide ich mir wieder ein Viertel aus, hier aus dieser Sternenserviette. Und jetzt bleibt es natürlich euch überlassen, wie ihr die Motive aufklebt. Das Einzige, was jetzt
wichtig ist. Eine Serviette ist so dünn, dass wenn ich es drüber klebe, dann kann es passieren, dass ich natürlich den Rand sehe. Wir müssen jetzt nicht akribisch genau hier abschließen. Da. Ja? Aber ihr müsst nur wissen, wenn ihr die Serviette hier überlappt, dann habt ihr da einen sehr unschönen Übergang. Also so knapp wie möglich, wenn es schief ist, wenn es überlappend ist, egal. Wir machen es nämlich nachher schön und zwar mit Bandeln. Ja, also wir, es kann bis zu so schief sein. Ich schätze, es sind 2 cm. Ja? Es gibt auch schmälere Bänder für die Ehrgeizigen unter uns. So, das heißt, ich trage mir wieder Kleber. Jetzt wisst ihr ja, tragt zurück Kleber auf. Ja? Für die, die zuerst zu wenig genommen haben. Vorsicht jetzt bitte, trotzdem die nasse Serviette näht. Nicht viel, so weit wie möglich auslassen beim Draufgreifen. Ja? Also ich nehme es lieber ein bisschen da oben. Serviettenkleber darf auf die Haut, man stirbt nicht, man klebt nur nachher. Gut. Und wenn man die Serviette angreift, dann greift es vielleicht, haltet es fest mit dem Plastik, dann kann da gar nichts passieren. Und wenn man auf, ihr könnt es auch über die schon aufgeklebte Serviette mit dem Serviettenkleber drüber streichen. Das macht man nämlich abschließend sowieso zum Versiegeln. Also wenn ihr auf einem Rand da ankommt, gar kein Problem. Jetzt klebe ich, habt da leider ein bisschen wenig Licht. Wer sich unsicher ist, ob er den Kleber überall aufgetragen hat, der muss ein bisschen gegen das Licht schauen. Und jetzt, ich schneide mir die noch ein Stück ab, weil damit ich die Sterne da oben schöner drauf bekomme. So. So, oder? Und ich streiche es mit den Fingern kurz glatt, aber ich nehme mir lieber wieder mein Plastik. Und streiche es wieder mit dem. Geht mit dem Plastik ganz gut, gell? Mhm. Gell, ist ein super Trick. Ja? Und schön auch an den Rand. Schon was klären. Ja, schon was klären. Sehr gut. Und das da. Föhnen wir jetzt mal an. Ich fange mal an zum Föhnen. Dann kann ich den Föhn gleich weitergeben für euch zu Hause. Ihr könnt natürlich das beiseite legen und jetzt warten, weil ihr habt ja alles zu Hause liegen und könnt es irgendwann weitermachen. Aber wenn ihr da auch ein bisschen ungeduldig seid, Föhnen oder Heizung. Eins von den beiden ist immer super. Weil wir können nicht gleich weitergeben, weil wir umdrehen müssen. Ja, das heißt, wir machen jetzt eine kurze Föhnpause und ihr bekommt mal kurz Pause von uns und wir sehen uns gleich wieder. Fertig geföhnt, hier zumindest, hoffentlich ihr auch. Wir schneiden jetzt mal die überschüssige Serviette ab, auf Kante. Also, man kann das auch nachher machen, aber ich denke mir, es ist jetzt gerade einfach, was man auch machen kann, man muss das nicht abschneiden, weil ihr seht, das so genau schneiden, das kleben wir dann mit dem Serviettenkleber wieder nieder. Ja? Was man aber auch machen kann, ist zum Beispiel die Serviette mit Wasser, also wenn hier Wasser drauf geben, dann reißt natürlich diese Serviette, die nicht angeklebt ist, ab. Das würde ich aber vielleicht am Anfang, wer begonnen hat mit Serviettenkleben, nicht machen, weil die klebt vielleicht nicht am Rand und dann rinnt euch das Wasser da rein und dann habt ihr ein Loch. Deswegen schneiden wir es jetzt mal hier weg. Und was man auch machen kann, Schleifpapier. Mit über die Kante mit Schleifpapier drüber fahren, ist natürlich nur bei Dingen, die besser sind als Karton. Also ein Karton ist ein bisschen mühsam zum drüberfahren. Bei Holz geht das gut oder bei, wenn du wirklich eine schöne Kante hast, bei, man kann ja solche Objekte überziehen. Es gibt beim Pagro übrigens urcoole Zahlen und Buchstaben aus Karton. Und die habe ich mir mal besorgt und ausgegossen. Kannst auch schön überziehen. So, da habe ich noch, schau, ich rede zu viel. So, die obere Kante ist sowieso egal, weil die schneiden wir dann noch zurecht. Jetzt drehen wir das Päckchen um und schauen, dass wir ihn zwar dieselbe Größe wieder zuschneiden, also Höhe vor allem.
Wenn ich es umdrehe, muss es ungefähr wieder auf derselben Stelle sein, weil ihr wollt ja nachher ein Bandel drüber kleben und das kleben wir natürlich in einem. Und wenn man dazwischen, wenn es auf einer Seite höher und auf der anderen tiefer ist, schaut es irgendwie komisch aus. So. Jetzt tragen wir wieder den Kleber auf. Jetzt wisst ihr ja schon. Also wer es jetzt schon mal ausprobiert hat, ganz an den Rand, an alle Ränder, ganz an alle Ränder. Für zu Hause ist eine Unterlage nicht blöd. Also bevor ihr das Tischtuch vom Esstisch anpatzt, es gibt Bastelunterlagen oder es gibt so Schneidematten aus der Küche. Die sind ganz praktisch, die sind abwaschbar, da kannst du mit dem Stanley-Messer drauf rumkratzen und es passiert nichts. Sie sind ganz dünn und man kann sie gut verstauen. Also zu Hause in der Werkstatt habe ich so eine Schneidematte aus der Küche, ist ganz praktisch. Es geht aber auch irgendein Plastiktisch durch, ein Plastiksackerl, irgendwas, was aber auch liegen bleibt, weil sonst plagt es euch. Und ich habe schon so viele neue Schimpfwörter oft erfunden in der Werkstatt. Weil ich mir gedacht habe, auf die Schnelle, ah, das geht schon, das machen wir schon. Und dann ging es nicht so richtig. Ihr seht, ich mache da jetzt auch über die Ränder zur alten Serviette, die schon aufgepickt ist, ein bisschen einen Übergang, damit das leichter dann klebt, damit dieses Ausgefranste weg ist. So, jetzt klebe ich mir das da wieder. Man kann natürlich die Serviette vorher ausschneiden, auf ganz genau, aber und dann ersparst du dir nachher das Wegschneiden, aber sehr praktisch finde ich es nicht. So, da wieder glatt gestrichen mit irgendeinem Plastikstück oder den Fingern. Ihr zu Hause könntet auch gleich, wenn ihr wollt, mit dem Serviettenkleber, der gleichzeitig ein Lack ist, über die aufgeklebte Serviette schon drüber gehen. Also das wäre eine Versiegelung. Das ist praktisch für Dinge, die man im Alltag braucht, wenn ich die Serviette auf was klebe, wo ich sage, das verwende ich, auf ein Brett, auf ein Schild, auf ein Sackerl, ist es ziemlich egal, weil das ist etwas, was ich einmal herschenke, das ist nicht im Regen ausgesetzt und nicht der Sonne. Also da muss man nicht unbedingt jetzt noch drüber malen, drüber streichen mit dem Kleber. Kann man machen, muss nicht sein und wir wollen ja noch weiter basteln, wir haben ja heute noch so viel vor. Und wir können jetzt auch gleich wieder den oberen Teil draufkleben, also das obere Motiv. Und dann lassen wir das trocknen, das Tetrapack. Und bevor wir daraus ein Sackerl machen und das Bändchen aufkleben, machen wir nämlich während der Trocknungszeit den Stern, von dem ich euch vorher erzählt habe. Sonst arbeiten wir dann chronologisch weiter, aber jetzt in dem Fall muss man sagen, damit wir ein bisschen die Trocknungszeit überstehen. So, Serviettenkleber wieder bis über den Rand streichen, dass nichts passieren kann. Das Serviettenmotiv kann man sich eigentlich vorher zuschneiden. Da hat die Frau Weinzettel wieder nicht aufgepasst. Wie habe ich denn das vorher gemacht? Super. Ah ja, da habe ich es da unten abgeschnitten, damit ich ein paar Sterne auf meinem Säckchen habe, dass die da nicht ganz untergehen. Und wie gesagt, also ihr braucht von dieser Serviette ja eh nur immer so einen kleinen Teil. Und man kann so hübsche Geschenke dann damit verpacken. Also ich habe letztes Jahr eine ganze Menge von diesen Säckchen gemacht. Jetzt vorsichtig, gell, beim Angreifen. Man muss das Tetrapack natürlich ein bisschen festhalten, aber vorsichtig da mit den Fingern drauf. Immer wieder schauen, ah nein, darf ich nicht hingreifen. Oder einfach ein zweites Plastik nehmen, dann kannst du das angreifen und glatt streichen gleichzeitig. So da. Braucht noch wer Plastik? An und für sich versuchen wir das zu vermeiden und es ist auch so, dass ich eigentlich versuche Müll zu vermeiden. Es ist in manchen Dingen halt ein bisschen schwer. Müll vermeiden ist, ich würde auch gern meine Hafermilch in einer Flasche kaufen, aber ich habe noch keine gefunden aus Flaschen und ich bin auch noch ein bisschen verliebt in Tetra Paks.
muss ich ehrlich sagen. Und es ist mir schon passiert, dass ich ein Sugo gekauft habe, weil mir das Glas so gut gefallen hat. Kennst du? Ja. Ja. Gut. Wie sieht's aus bei euch? Ich habe das jetzt einmal gar nicht so schön eigentlich gemacht diesmal. So. Man kann abschließend, wenn ihr wollt, ihr habt vielleicht noch irgendwo eine gröbere Falte drin, jetzt noch einmal vorsichtig mit nicht viel Serviettenkleber drüber streichen über ein paar Falten, wenn ihr findet, oh je, da stellt sich was auf oder so. Prinzipiell ist es so, von oben, ich sehe das manchmal in diversen YouTube-Videos und so, dass Menschen einfach den Serviettenkleber von oben auftragen. Also das geht nicht. Es schaut auch meistens so aus. Ja? Also die zeigen dir das dann nur in der totalen Serviettengeber immer unter der Serviette. Es sickert zwar durch, das stimmt schon, aber dass die Serviette nachher wirklich gut klebt und nicht reißt, das ist ein Hindernislauf. Okay, Pinsel geht ins Wasser. Hä? Ah, da haben wir ein kleines Trichterchen, so ein Verschluss. Den hat uns Pagro draufgegeben, damit wir nicht irrtümlich davon trinken. Die überschüssige Serviette wird wieder abgeschnitten. Und wie gesagt, eine Serviette kann man auch anders lösen. Überschüssige Serviette kann abgeschnitten werden oder mit Schleifpapier, so einem Schleifblock, über die Kante drüber geschliffen, dann reißt sie dort. Beziehungsweise einen Pinsel nehmen mit Wasser und das Wasser ein bisschen auftragen, dann fällt sie euch auch unter die Serviette. Um jetzt aus dem ein Sackerl zu machen, das muss ja nachher so aussehen, schneiden wir uns das einfach so zu. Einfach. Da würde ich vorschlagen, wir zeichnen es uns an mit einem Bleistift. Den habt ihr ja schon. Und ihr zu Hause, man tut sich leichter, wenn man sich mit Bleistift anzeichnet. Ich habe nur, damit wir wieder genau sind, falls jemand sagt, aber wie, wo. Der Henkel ist bei mir 2 cm. Was heißt denn das? Nein, es ist ein bisschen. Wo ist denn da? Da. So. 2 cm. Habe ich denn? Ich hab's. Entschuldigung. Lineal gefladert. Also, was man auch machen kann, habt ihr es oben schön gerade abgeschnitten? Ich nämlich nicht. Ich habe es urschief gemacht. Ich schneide es jetzt noch einmal schön gerade ab. Und jetzt schneide ich. Ich zeichne mir mal in der Mitte. Die Mitte würde ich jetzt nicht. Ihr könnt es natürlich. Man könnte das jetzt auch so in der Mitte falten. Ja, aber da kann es sein, dass unsere Serviette noch nicht genug getrocknet ist. Ja? Ich zeichne mir es lieber auf. Die Mitte wisst ihr unbedingt, weil ihr habt da diese Naht auch von dem Tetrapack hinten. Und ich zeichne mir mal da so einen Eingriff an, wo ich ungefähr glaube, dass ich einen Eingriff will. Wie man halt so einen Eingriff macht, so mit abgerundeten Ecken. Und weil das ja so geschwungen aussehen soll, schneide ich dieses Eck auch noch so geschwungen ab. Und jetzt zeige ich euch, das braucht man nur einmal hier. So, ich habe so einen Schwung hier angezeichnet. Das schneide ich mir jetzt einmal ab. Und dann nehme ich das Eckerl, das ich abgeschnitten habe, und lege es auf die andere Seite. Jetzt Schlager. Lege es auf der anderen Seite an, zeichne mir es an und schneide es auch wieder ab. Dann ist es gleichmäßig. Verstanden? Das Eckerl? Bitteschön. Und dann schneide ich es auf der anderen Seite auch ab. Somit ist es symmetrisch.
Ist es ausgefranst noch? Ja. Dann würde ich das machen abschließend. Okay. Also lass es uns jetzt schneiden. Und dann gehen wir abschließend nochmal an den Stellen, wo es ein bisschen franzt, noch mit dem Serviettenkleber drüber, lassen es trocknen. Und dann kann man es, aber du musst Bandel noch vorher draufkleben. Das machen wir auch noch. Okay, danke. Ja? Haben wir das? Der Griff wird jetzt das Einschneiden, geht mit einer Schere natürlich leichter, die einen Spitz hat. Da mache ich es jetzt so. Ich schneide da einfach beinhart mir mal eine Stelle auf, damit ich da mit der Schere reinkomme. Wie gesagt, eine Silhouettenschere wäre da besser. Und dann schneidet man sich einfach diesen Griff da rein. So. Ja, wir tun uns da hier mit dieser Schere ein bisschen schwer. Wer zu Hause eine Bastelschere hat, tut sich leichter so eine Silhouettenschere. Weil dass das da jetzt schön wird, ist eine Herausforderung. Aber geschafft. Und schon hast du ein Säckchen, das sogar wasserdicht ist. Das heißt, wer Blumen verschenkt, kann da Wasser einfüllen. Geschickt, gell? Und jetzt kleben wir noch ein Bändchen drauf. Wer ganz schief gekommen ist, nimmt ein breites Bandel. Wer nicht so schief gekommen ist, nimmt ein schmales Bandel. Und wieder mit einem Bastelkleber, kannst du zu Hause mit Heißkleber machen. Und ich schneide mir dann nur ein Stückchen ab, damit ihr gleich das Bandel weitergeben könnt. Wer braucht ein dickeres? Ich gebe euch das da einfach alles. Tut es einfach bitte weitergeben. Und einmal rundum und ich zeige dabei her, wie ich ein Band aufklebe, aber das ist jetzt nicht so schwierig. Ich mache so, ich mache bei dem Päckchen eine Vorder- und eine Rückseite. Ich habe eh schon eine Rückseite, weil da ist ja der vom Tetrapack die Linie, also die, wo es zusammengeschweißt ist. Und das wird meine Rückseite. Das heißt, ich klebe vorne schön drüber. Das müsste, die Bändchen sind unterschiedlich, also es müsste mit dem Bastelkleber halten, ansonsten muss man sich eine Heißklebepistole nehmen. So. Und auf der Rückseite, damit kaschiert man total schön die Stellen, die Klebestellen, wenn man nicht ganz gut gearbeitet hat. Wenn Kleber überschüssig ist, ein bisschen abwischen mit dem. Ich tue es hinten, wo das Tetrapack diese Naht hat, da habe ich es hinten einfach auch zugeklebt. Und von vorne ist man sieht es eh kaum. Das ist ja nur für. Aber bitte, ist das nicht süß? Ja. Sehr süß. Ich freue mich, wenn es euch auch gefällt. So, ich mache dabei meinen Bastelkleber wieder zu, bevor ich hier alles ansabber. So. Und weil die Frage vorher kam, wenn diese Ränder jetzt noch ein bisschen ausgefranst sind von den Servietten, dann kann man jetzt nochmal abschließend mit Serviettenlack drüber gehen. Serviettenkleber ist immer gleichzeitig auch ein Versiegeler. Also auch wenn Kleber draufsteht, was steht denn da? Serviettentechnik Lack. Da steht Lack drauf und ist ein Kleber. Ja? Und wenn Serviettenkleber draufsteht, ist es auch gleichzeitig ein Lack. Gut. Ich freue mich. Ich glaube, ich höre zwar Wörter mit S, aber nein. Ja, nein, natürlich nicht. Niemand von uns sagt solche Wörter. Aber nachdem es jetzt aussieht, als wäre das Tetrapack einmal fertig, würde ich sagen, vielen Dank